Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch heute mal wieder eine Schminkbox. Die hatten wir ziemlich lange nicht. Ich habe gestern Abend, aber Sonntag, so ein bisschen meine Schminksammlung durchsortiert und mal geguckt, was ich eigentlich tatsächlich noch so habe. Und da fiel mir auf, Mensch, da sind noch so ein paar Produkte, die du noch gar nicht probiert hast. Pack dir doch einfach für die nächsten 14 Tage ein Schminkkörbchen oder eine Schminkbox damit und probier die Dinge einfach mal aus. Und so kam das Ganze hier zustande. Ich habe natürlich auch noch ein paar alte Schätzchen hier drin, die ich jetzt gerne leer machen möchte. Und ich habe auch sowas wie eine Tagespflege und so weiter hier drin. Und ja, ich habe 20, 25 Minuten, dann muss ich nämlich rüber ins Büro, weil dann geht die Arbeit los. Und vor der Arbeit wollte ich das halt ganz gerne noch für euch abdrehen. So, also nochmal ein kurzer Überblick und wir legen los. Hier drin ist unter anderem von Balea dieses Aqua Feuchtigkeitscreme Gel mit Blaueigenextrakt und Thermalwasser. Das habe ich euch vor Jahren immer wieder in die Kamera gehalten, weil ich es tatsächlich sehr, sehr gut finde. Dann hatte ich das eine Zeit lang nicht, weil ich halt so viel Zeugs von Sabrina bekommen habe. Das habe ich dann erstmal alles jetzt so ausprobiert und so weiter und so fort. Und das habe ich von Uli zum Geburtstag bekommen und jetzt habe ich es Ende Juni rausgeholt, weil meine andere war ja jetzt leer. Und ich liebe sie nach wie vor. Sie ist perfekt für den Sommer. Es ist eine ganz leichte Textur. Kühlt so ein bisschen und macht das Ganze auch nicht so schwer. Zieht schnell ein. Finde ich großartig. Ich weiß, dass nicht jeder die mag, aber ich liebe sie. Dann habe ich hier drin von Clinique die ganz kleine. Das ist die. Wartet, ich kann mal die Box beiseite. So. Das ist die All About Eyes. Die kommen mit 5 Millilitern, da braucht man auch nicht viel. Also ich gehe immer, ja, weil beim Mittelfinger ist gerade der Nagel abgebrochen, der passt da jetzt halt, dann gehe ich da einmal kurz nur rein und dann reicht das für zwei Augen. Und die hat auch eine ganz, ganz tolle Textur und danach ist die ganze Augenpartie hier drunter total weich. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen aufgepolstert ist. Ja, also mir gefällt die sehr, sehr gut und deshalb wird sie aktuell auch benutzt. Das Töpfchen werde ich aufheben und dann eine andere Augencreme reinfüllen, beziehungsweise vielleicht auch die nochmal nachkaufen. Mal gucken, wie lange ich da jetzt mit hinkomme. So, dann habe ich auch drin von NYX so ein Lip Scrub. Hashtag This is Everything. Habe ich mal von Cindy, ich glaube, zu Weihnachten bekommen. Das sieht so aus und schimmert. Ihr seht, ich habe es benutzt. Man muss halt immer so ein bisschen mit dem Finger rein. Ich mag dieses Lip Scrub lieber. Ich hatte vorher eins, was ich euch ja nicht mehr zeigen kann, weil Jens die aufgebraucht hat und weggeschmissen hat. Das ist von Kiss Wonder to Kiss Wonder, glaube ich, heißen die. Das war mir zu hart und das ist schön. Das ist sehr weich. Das andere war so ein Stift, das ist jetzt halt so ein Döschen. Mich nervt es halt, dass du immer mit dem Finger rein musst. Ne? Aber an sich ein ganz feines Peeling und wie gesagt, das schimmert auch so ein bisschen. Und ja, genau, habe ich von Cindy, ist von NYX und das ist die 01 T-Set. Das gab es in so einem ganz großen Set, was sie mir da geschenkt hatte. War auch noch ein Lippenöl und so weiter mit bei. Ja, ist gut. So, dann habe ich einen Lippenpflegestift von Balea mit Melone. Der ist ganz okay, aber ich mag es tatsächlich nicht so fruchtig auf den Lippen. Ich bin da ja nicht so der Fan von. Ganz so viel ist davon jetzt auch noch nicht weg. Ne? Ich habe ihn erst gerade jetzt angefangen. Bin aber jetzt schon froh, wenn er leer ist. Ja, irgendwann. Irgendwann. Gut. Dann machen wir weiter mit Primer. Da habe ich mich für diesen hier entschieden von Love. Perfect Etude Prime Serum Beautifying and Illuminating mit Lichtschutzfaktor 15. Der sieht so aus. Der ist so, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, der ist nicht weiß, sondern der ist so rotbräunlich. Und der soll halt dafür sorgen, dass das alles so ein bisschen geglättet und geschmeidig und so weiter wird. Und ich hatte den heute Morgen das erste Mal benutzt und ich muss sagen, die Haut sah danach tatsächlich besser aus. Gefällt mir ziemlich gut. 15 Milliliter sind da drin. Also erster Eindruck ist okay. Mal gucken, was der Langzeittest sagt. So, Primer. Dann Make-up. Auch von Love. Even Elixir Serum Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Sehr, sehr leichte Textur. Lässt sich gut verblenden. Hebt auch das Ganze so ein bisschen, also die ganze Gesichtspartie, es macht es so ein bisschen wie so ein Weichzeichner ist da auch drin und hier steht hinten drauf,
dass nach 2 Wochen nachweislich schönere Haut dabei sein soll, weil da halt so ein Serum drin ist. Was mich so ein bisschen stört, man muss das halt immer aufschrauben. Und dann hat es halt hier so eine Pipette. Und dann müsst ihr quasi hier oben draufdrücken, um das Ganze aufzunehmen. Ist ein bisschen umständlich. Ich stelle es mir nachher ein bisschen schwer vor, wenn man am Ende der Flasche angekommen ist. Und was ich auch persönlich nicht so gut finde, dass die halt nicht durchsichtig ist. Es ist Glas, ne? Aber es ist halt nicht durchsichtig. Und, Entschuldigung, so sieht man natürlich dann nie, wie viel man schon verbraucht hat. Die Farbe ist übrigens die 010 Ivory Elegance. Ja, wir werden es ausprobieren für eine längere Zeit, also ich für mehr, und werde euch dann das Ganze berichten. Die kommen mit 30 Millilitern. Genau. So, dann haben wir einen Concealer. Ne, das ist nicht der Concealer, das war der Base. Concealer von Essence, die Camouflage mit Waterproof und Vitamin. Die ist ganz okay. Ich hatte ja vorher die, die so ein bisschen so ein Healthy Glow gemacht hat. Das fand ich ein bisschen besser als die. Aber die deckt gut was ab, finde ich gut. Kostet, ich glaube, 3 Euro oder so in dem Dreh. 5 Milliliter. Irgendwann muss jetzt der Stopper demnächst raus. Und dann, ja. Achso, wartet. So rum für euch. So. Ja, gutes Teil. Gutes Teil. So. Dann habe ich mich für ein Contour-Kit entschieden. Die Shape in a Box Contouring-Palette von Catrice. Ja, die wollte ich ausprobieren. Die kommt mit einem Highlighter, einem Konturpuder und einem Fixing Powder. Das ist das Fixing Powder, einfach so ein weißes. Dann ist das für die Kontur. Und das ist der Highlighter. Wobei das für mich wieder kein Highlighter ist. Das könnte ich auch durchaus als Puder mit benutzen. Ja, hat das eine Farbbezeichnung, die 010 Light. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Habe ich auch irgendwann mal von Sabrina bekommen. Und ich möchte jetzt die Produkte einfach ausprobieren, um zu gucken, ob sie halt in meiner Sammlung bleiben dürfen oder nicht. So, dann habe ich mich für einen Bronzer entschieden von Bare Minerals Invisible Bronze in der Farbe Medium. Die gehen super einfach auf. Und dann hier halt noch, ich habe noch dieses Plastikteil, hat hier unten einen Spiegel und das ist mal der Bronzer. Ich habe den heute auch drauf, also nur ganz wenig. Der hat sehr, sehr viele Schimmerpartikel, für den Sommer natürlich super, wenn das so ein bisschen funkelt auf der Haut. Finde ich ja immer klasse. Ja, so sieht der aus. Habe ich, wie gesagt, heute benutzt, man braucht nicht viel. Ist ein schöner, ja. Genau. So, jetzt muss ich noch das Ding da wieder reinpacken. Moment. So. Dann habe ich mich für diesen Bronzer entschieden. Das ist ein Blushman Blurring Blush. Das marmorierte in der 040 Empower Woman. Ja, das ist so ein marmorierter. Den gab es irgendwann mal in der Cosmopolitan. Da hatten sie wieder so eine Aktion mit Love. Und da habe ich mir den Blush gekauft, da habe ich mir dann auch die Palette, die kommt, gekauft. Und Highlighter seht ihr dann auch, der ist aber von vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, das ist der Blush, der sieht so aus. Wunderschöne Aufmachung, wunderschöne Optik, aber sehr zart. Da muss ich mal gucken, ob wir tatsächlich Freunde werden. Weil ich mag es ja schon, wenn man den Blush so ein bisschen sieht. Und ich mag es auch, wenn der Blush... Also ja, ihr seht das jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen. Ich bin aber 2-3 Mal rein. Also den kann man halt gut schichten, gut aufbauen. Aber ich mag es ja, wenn der Blush selbst schon so Schimmerpartikel drin hat, sodass man dann nicht unbedingt noch einen Highlighter braucht. Aber auf jeden Fall, ja, da. Ne? Wie gesagt, den kann man gut schichten. Deswegen so ein bisschen seht ihr es. Schönes Design. Ich muss mal gucken, ob er in der Sammlung bleibt. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe heute Tag 8, wenn ich jetzt nachher gleich starte, und habe halt die ganze Woche wieder sehr, sehr viel gequasselt. War viel los. Dann von Love, ein Highlighter aus dieser Love Lights, Halo Light Geschichte. Auch hier wunderschöne Aufmachung. Na, so ein bisschen Holographic Effekt. Der hat gar keine Farbbezeichnung.
Der kommt aber auch mit einem Spiegel und dann sieht er mal so aus. Der ist schön. Der hat auch so einen leichten Speckglanz. Und ja, wartet. Ich mache euch zwei, dann seht ihr das besser. Ja, ich mag den. Ich mag den sehr. Den könnte ich mir auch super gut auf dem Auge selbst vorstellen. Ja, doch, schön. So, dann kommen wir zu den Augen. Da habe ich mich für diese Palette entschieden. Wie gesagt, die gab es in dieser Cosmopolitan-Zeitung. Da hat man, ich glaube, 2,90 für bezahlt und hat dann eine Palette. Ich habe auch Uli eine besorgt. Das ist die The Matte Metallic Eyeshadow Palette. Die ist sehr, sehr schön. Da kommt noch so eine Schutzfolie. Die ist gerade runtergefallen, macht aber nichts. Hat hier unten wieder einen Spiegel. Und das sind mal die Farben. Ja, Grundierung hatte ich heute genommen. Wartet, ich mache das so. Grundierung hatte ich benutzt, Rebel. Dann habe ich die Independence auf das komplette Lid drauf gepappt. Dann habe ich die hier benutzt, das ist Resist. Und ganz am Schluss habe ich die Attitude benutzt für, ja, quasi hier vorne. Und das kam dabei raus. Mir gefällt das ziemlich gut, passt auch ein bisschen gut zum Oberteil heute. Ganz, ganz schöne Palette. Nicht so krümelig. Hat auch ein paar matte Farben. Du kannst es halt für den Alltag. Du kannst aber auch ein bisschen overdressed ins Büro quasi gehen. Ich mag sie. Ich finde sie sehr gut. Ich habe heute das erste Mal mit ihr gespielt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die Schutzfolie abgehauen ist. So. Schutzfolie drin. Alles wieder gut. So. Dann haben wir Eyeliner. Da habe ich zwei Kajalstifte quasi und einen Eyeliner. Kajalstifte, einen schwarzen Perfect Eye and Lip Liner. So einer hier ist ein ganz einfacher. Ich will den nur jetzt leer machen. Der malt recht gut, der ist schön weich. Den habe ich heute für hier unten benutzt. Der malt ziemlich gut, lässt sich gut anspitzen. Schönes Teil. Dann von Catrice ein Kohl Kajal in der Farbe 200 You're My Rosy One. My Rosen One. So rum. Mensch. Den habe ich für die Wasserlinie von benutzt, um das Auge halt ein bisschen aufzumachen. Der ist jetzt natürlich ein bisschen schwarz, durch welchen halt ich benutzt habe, habe ihn noch nicht wieder angeschärft. Der ist ganz okay. Ja, reißt mich aber nicht so vom Hocker. Und als Eyeliner habe ich den hier von Revoir de Loupe, den Liquid Eyeliner 02 Braun. Ich habe mir den sonst immer in schwarz gekauft, jetzt hatte ich ihn von Sarah im Braun. Der ist nett. Für Braun, der ist halt nicht so bam. Bisschen natürlichere Looks, bisschen könnt ihr das sehen. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Ja, und deshalb ist der damit bei. Ich will ihn halt auch leer machen. Augenbrauen, zwei Produkte. Einmal ein Augenbrauenstift von Essence in der Farbe 02 Brown. Ja, war mal in einem Adventskalender, deswegen dieses hübsche Design. Und von Nina, von Maybelline New York Brow Drama. Das ist so ein Puder. Das benutze ich, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann einfach nur so ein bisschen zum Ausfüllen. Ist ganz okay, ja. Und der Stift, ja, wenn ich halt Zeit habe für, ne? Gut, so. Dann machen wir noch schnell die Wimpern. Drei Stück. Die hier, die Miss Baby Roll von L'Oreal, die ist fast am Leergehen. Die geht schon nicht mehr richtig zu, dann merkt man immer so, dass die halt leer gehen. Ich mag die, die hat so ein Bürstchen. Die habe ich mir irgendwann mal in einem Geschenkset gekauft. Da war dann noch ein Kohl Kajal mit bei. Und dann habe ich, glaube ich, 6,95 oder so für das Set bezahlt. Und von daher, ja, finde ich ganz okay. Dann eine von Love. Lash Seduction Instant Volume Mascara. Die ist okay, aber die lässt sich ganz, ganz schwer abwaschen. Die hat auch ein sehr besonderes Bürstchen. So aus. Ja, ich muss mit ihr noch so ein bisschen rumspielen. Ich habe die jetzt erst den dritten Tag. Also wie gesagt, beim Abmachen ist sie halt so ein kleines Biest, aber beim Auftrag ist sie halt gut. Ja. Und dann noch, falls es wieder regnet, so wie heute und die letzten Tage und ich halt raus will, raus muss,
dass ich dann einfach eine wasserfeste habe. Da habe ich von Essence die Lash Princess in Waterproof. Ja, die hat so ein gleiches Bürstchen wie die grüne. Ja, nur, dass es halt eine Waterproof-Variante ist. Und die ist gut. Die hatte ich gestern drauf. Wer mir auf Instagram folgt, hatte gesehen, dass ich gestern ins Büro gegangen bin, weil ich einfach mal Bock hatte, Kollegen um mich rum zu haben. Und dann bin ich Sonntag ins Büro gefahren. Und wir waren nicht so viele. Wir waren 4 im Büro und 3, die im Homeoffice gearbeitet haben. Es war großartig. Und da es auch gestern geregnet hatte, hatte ich die drauf. Ich finde die gut. So, ihr Lieben, dann noch Lippenprodukte und dann noch ein Fixing Spray. Wir machen das Fixing Spray ganz kurz. Das ist von Makeup Revolution, das Spotfix. Riecht nicht überragend gut, aber macht einen guten Job. Mag ich sehr gerne. 100 Milliliter kostet so ca. 6 Euro, hält aber ewig. Wir haben noch ein oder zwei Dinger. Die mache ich jetzt erst leer und dann werde ich mal bei Cosmetic for Less ein bisschen Nachschub besorgen. So, und Lippen drauf habe ich von Fenty Beauty, ich glaube, das ist die Marke von Rihanna, wenn ich mich nicht täusche. Das ist einfach nur so ein Lipgloss, der gut hält, der bappt nicht, gibt ein bisschen Farbe ab, jetzt nicht so super viel, aber ich finde es heute schön, weil das Augen-Make-up halt so ein bisschen mehr ist. Deswegen ist das hier gar nicht so schlecht. Der hat einen riesen Applikator, aber lässt sich super gut auftragen. Mag ich sehr gerne. Ich habe noch einen anderen davon. Den habe ich noch gar nicht so verwendet. Das ist hier momentan so mein Liebling. Und dann habe ich mich entschieden für Kat Von D. Hat der eine Bezeichnung hier unten? Ophelia. Ein Liquid Lipstick in dieser Farbe. Ja, ein bisschen nudig, ne? Einfach mal, wenn man dann nur ein Kajal zieht, dann einfach den drüber. Ja, ich wollte den ausprobieren. Ich habe ihn jetzt über fast ein Jahr halt in der Sammlung und ja, manchmal muss man auch mal Dinge ausprobieren, um zu gucken, ob sie was für einen sind. Genau. Ihr Lieben, wir liegen gut in der Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Die nächsten Tage wird es dann nochmal einen riesen DM-Haul geben, weil ich habe eine riesen Bestellung getätigt. Und dann zeige ich euch noch einen ganz großen DM-Haul. Und ja, ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.